Und Läuferin mit Hund hier. Hier sind die zu. Juliana ist noch Werner Stritt. Der Hund verkabbelt sich hier noch. Aber jetzt geht's ins Ziel. Werner Stritt, Müller hier im Ziel. Und Inke Schwumm aus Bielefeld im Ziel. Günther Schwarz aus Bielefeld. Klasse Leistung von euch hier. Iris Krüge, hervorragend hier. Hartmut Renken. Elke Prinz im Ziel. Bei ihrem achten Lauf. Insgesamt Michael Schubrick aus Lübeck. Lübeck hat keine Einwohner heute mehr. Matthias Bittke aus Braunschweig. Carsten Horn aus Fuhrburg, aus Niedersachsen bei seinem dritten Lauf dabei. Und ein Lächeln auf die Lippen. An Kange, Neutiko. Die Frauen hier wieder ganz stark. Steffi Strenge, Fürstorf, die sagt, die kommen mit dem Lächeln ins Ziel. So wollen wir es haben. Katrin Walter aus Hagenow. Peter Höfeld aus Brandenburg. Andreas Wegner bei ihrem sechsten Lauf dabei. Friedrich Eisner, oh, 17, 18, alle Läufe mitgemacht, herzlichen Glückwunsch. Tanja Ochzelt, oh Gott, ich bringe die Zunge. Frank Roth aus Rena, Frank Roth aus Rena. Olaf Brunke aus Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg. Bärbel Leutenroth aus Buxtehude. Uwe Knock aus Strahlendorf dabei. Jetzt alle im Schrecken zusammen hier. Markus Jaworski aus Königslutter, Niedersachsen. Sarah Kuss aus Berlin. Und hier noch ein Sprint. Hans-Jürgen Barth aus Cottbus. Markus Schmidt aus Berlin. Da seinen zweiten Lauf dabei hier. Gabriele Ringel aus Braunschweig. 3-3-1-4. Christina Sumik aus Nordrhein-Westfalen. Und die Wanderer wollen wir hier nicht vergessen. Die Wanderer haben eine klasse Leistung gebracht hier. Elisabeth Kirschke. Und der nächste 30 auch wieder. Martin Herzberg. Glückwunsch, Martin Herzberg. Konrad Wilhelm Schulz aus Mecklenburg im Ziel. Und jetzt die 30er, wie gesagt, auch mit dabei. Das ist Martin Weges aus Köln. Herzlichen Glückwunsch, Martin. Aber der Mitbewohner Wolfgang Gleisberg aus Blankenfelde. Holger Kote aus Berlin. Sandra Schwarte aus Potsdam. Peter Wiesenkamp aus Wiesbaden. Die Hessen kommen. Wir grüßen Hessen. Jens Schäffler aus Storkow aus Brandenburg. Aus dem siebten Lauf. Winfried Ernst aus Braunschweig, Norbert Krull aus Hort, Luther Grahl bei ihrem achten Lauf, Bernd Karland aus Appen, Schleswig-Holstein, Bernfried Krüger bei seinem neunten Lauf hier, Anja Möhle aus Panketal bei Berlin. Frank Müller-Bahne, siebter Lauf. 2-6-2-1. Ute Tange im Ziel. Jawohl. Ramona Schött im Ziel. Knut Helwig aus Greifswald. Arthur Busse aus Rostock. 14. Lauf hier in Schwerin. 1926. Alexander Krohn, herzlichen Glückwunsch. Die 3489, das ist Hans-Heinrich Reintke aus Weihe, Niedersachsen, bei seinem 15. Lauf. Die nächste Frau hier, Nadja Kornberger aus Schwerin. Die nächste Nummer sehen wir nicht und weiter geht's. 2737, Maria Russo aus Lüneburg. Und Detlef Bahn aus Berlin bei seinem zweiten Lauf hier. Glückwunsch. Heinz Dankers aus Hamburg im Ziel. Frank Giesen aus Greifswald im Ziel. Ah, die sieht aus wie die erste 30er, aber das ist doch eine 15er Frau. Die hat noch viel Kraft hier. 3197. Das ist Dorothee Hummel-Meines aus Bützow.
die 824. Uwe Schereck aus Hamburg. Uwe, das sind die 30 Kilometer für dich. Und Erik Schröder, das siebte Mal dabei. Rüdiger Witzford aus Buchholz. In der Heide. Ken Klopp aus Belzig. Brandenburg. Glückwunsch auch an unsere beiden Anwälte. Andreas Tische im Ziel. Harry Wandke im Ziel bei seinem vierten Lauf. Annette Merken jetzt im Ziel. Maximilian Kroth im Ziel, ja. Wir hoffen, dass der Sportfonds recht schnell wieder auf die Beine kommt. Unsere medizinische Abteilung ist gut ausgerüstet und wird das wieder hinkriegen. So, die nächsten Wanderer jetzt wieder. Maximilian Groth erstmal hier, aber jetzt hier Friedrich Werner Mert im Ziel und die 1-9. Jawohl, das war er. Claudia Kessler im Ziel. Herzlichen Glückwunsch an unsere Wanderer auch. Gabi Pitterle-Schellhorn. Eike oben auf Schönbeck. Ilona Eckert-Wagner aus Berlin. 10x die 30, jetzt sehe ich nur einmal die 3, nee, ist mehr. Manfred Bolmi aus Niederrhein, Nordrhein-Westfalen. Monika Kretschmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Bärbel Listmann aus Stendal, wir grüßen in Sachsen-Anhalt. Christian Höfel im Ziel. Veit Werner aus Berlin im Ziel. Und hier der nächste, jawohl, Erik Hahn. Aus die Bässe, 30 Kilometer. Sebastian Scheffel, ebenfalls 30 Kilometer. Die sehen noch locker aus. Michael Nordmann, 30 Kilometer. Heinz Rick aus dem Lande Brandenburg. Angela Oschmann aus Erfurt, Freistaat Thüringen. Diana Link aus Altstadt, jetzt die nächste Bande. Aber nochmal Gerd Eichler und die nächsten Bande, die kommen aus Zelle hier, Zeller Vasa, jawohl. Manuel Joachim hier im Ziel. Manuel Joachim im Ziel. Und die nächste Frau, das ist Ute Meske aus Berlin, bei ihrem zweiten Start, gefolgt von der nächsten Frau. Das ist Bärbel Brandt aus Bremervörde. Achtmal dabei. 2-9, 2-0. Also seht, viele Dauerstarter. Brigitte Bernhard aus dem Freistaat Sachsen. Reinhard Kugel aus Warnow. Und Renate Kugel ebenfalls aus. So, der nächste Läufer jetzt hier. Lutz Mitchell aus Wittenberg. Alexander Bartun. Jetzt kommen wir hier auf die 30er dazu aus Brandenburg. Ronny Belloch aus Schwerin. Michael Greber aus Berlau, Schleswig-Holstein. Nein, das ist der achte Start hier schon. Die nächste Frau ist 3615. Das ist Britta Engel aus Laatzen, Niedersachsen, bei dem zweiten Start. Und die nächste Frau hier, das ist Yvonne Maas aus dem Land Brandenburg. Thorsten Rico Fuhrmann aus Dedebeen im Ziel. Jens Mücke aus dem Lande Niedersachsen. Jessica Völke aus Hamburg. Und der nächste Läufer mit der 3726, das ist Klaus-Jürgen Schulz aus Berlin, gefolgt von der 2677, Ines Schwenn aus unserer Landeshauptstadt hier, von Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. Und 2540, der nächste 15er, Hans H. Hartmann aus Potsdam, bei seinem dritten Start. Eckhard Jürg aus Altmeten. Alter Kämpfer, Eckhard, wir grüßen dich. Bernd Thomas aus Halberstadt im Ziel. 2819. Heike geht es durchs Ziel. Wolfgang Neumann aus Lübeck. Und dann haben wir noch Bettina Röser aus Berlin. Und